und mit Leib und Seele Bergbahner. Hier an der ältesten Bergschwebebahn der Welt. Das ist unsere alte Dame und ich freue mich jeden Tag darauf, mit ihr zu fahren. Heute möchte ich Sie mitnehmen, nicht nur auf den Weg nach oben, sondern auch auf eine kleine Reise durch die Geschichte unserer Schwebebahn. Am 6. Mai 1901, nach nur 2 Jahren Bauzeit, wurde unsere Bahn mit ihren beiden hängenden Wagen feierlich eröffnet. Wenn wir genau sind, sollte sie eigentlich Hängebahn heißen. Aber der Erfinder Eugen Langen taufte sie Schwebebahn, was vielleicht das Gefühl auch gut beschreibt, welches man hat, wenn man mit ihr den Berg erklimmt. Seit 1975 steht unsere Bahn nun auch unter Denkmalschutz. Und der Erhalt sowie die Pflege dieses technischen Denkmals sind uns als Bergbahner sehr wichtig. 5-minütige Fahrt nach oben wird es kontinuierlich steiler. Kurz bevor wir an der oberen Station ankommen, beträgt der Anstieg fast 40%. 84 Höhenmeter haben wir dann auf unserem Weg zwischen Loschwitz und Oberloschwitz überwunden und eine Strecke von 274 Metern zurückgelegt.